Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kostenloser ÖPNV, das klingt sympathisch, aber allein das Wort ist irreführend. Es ist nämlich nichts kostenlos. Der berühmte amerikanische Ökonom Milton Friedman, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, sagte, Zitat, "There ain't no such thing as a free lunch." Sie alle wissen, was er damit meinte. Und alle wissen auch, wie die Öffentlichkeit die vollmundige Ankündigung der Bundesregierung in dem Brief nach Brüssel verstanden hat, als von dem öffentlichen Nahverkehr die Rede ist. Die beiden Vorredner von mir haben jetzt versucht, im Sinne der Bundesregierung ein wenig die Zahnpasta wieder zurück in die Tube zu bekommen. Und ich will die Sache jetzt doch mal in der Gänze betrachten. Wer wird das Ganze bezahlen, meine Damen und Herren? Finanzieren wird es natürlich der Bürger über Steuern und Abgaben. Und wir sprechen hier nicht von Peanuts, sondern von einem Verzicht auf über 12 Milliarden Euro Fahrgeldeinnahmen jedes Jahr. Bei der Idee eines kostenlosen ÖPNV handelt es sich also um eine politische Utopie, bar jeglicher Rückkopplung zur Wirklichkeit. Wer heute den ÖPNV nutzt, stellt fest, dass Busse und Bahnen zu vielen Zeiten überfüllt und oftmals leider auch unpünktlich sind. Sie agieren jetzt schon im Berufsverkehr an der Kapazitätsgrenze. Noch dazu leidet vielerorts das Wohlbefinden der Fahrgäste, weil Verkehrsmittel und Bahnhöfe zunehmend unsauber und vor allem auch unsicher daherkommen. Denken Sie nur an die Vorfälle der letzten Monate alleine hier in der Bundeshauptstadt. Inzwischen seit Jahren, meine Damen und Herren, fordern wir von der AfD eine Verbesserung der Sicherheit im ÖPNV. Wenn die Finanzierung noch prekärer wird, meine Damen und Herren, wird auch die Chance zu Verbesserungen auf diesem Feld immer kleiner. Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, seines Zeichens ein Grüner, möchte den ÖPNV ersatzweise über eine Bürgerabgabe finanzieren. Dann bekommen wir also eine Art GEZ für Busse und Bahnen. Auch das, meine Damen und Herren, ist politischer Unsinn. Selbst bei einer gewöhnlichen Nebenkostenabrechnung für Mieter, so hat der Bundesgerichtshof entschieden, müssen Erdgeschossbewohner nicht die Kosten für den Aufzug tragen, weil sie davon ja auch keinen Nutzen haben. Und nach dem Palmerschen Modell müssten auch diejenigen, die Nahverkehrs-GEZ bezahlen, die davon nichts oder fast nichts haben. Die Handwerker, die immer das Auto brauchen, weil sie dicke Werkzeugkoffer zu transportieren haben. Viele ältere Herrschaften, die leider nicht mehr gut zu Fuß sind und kaum mehr Fahrten unternehmen. Und, wenn man auf das Umland schaut, auch die Bevölkerung der kleinen Gemeinden, in denen nur 3 oder 5 Mal am Tag überhaupt ein Bus hält. Und es gibt Städte, die den kostenlosen Nahverkehr schon ausprobiert haben. Viele davon, wie zum Beispiel Templin, der Kollege Dont erwähnte es schon, 100 Kilometer nördlich von hier, mussten ihn wieder abschaffen, weil der Zuschussbedarf um ein Mehrfaches gestiegen war. Um in Großstädten, und davon sprechen wir hier in allererster Linie, hohe Fahrgastzuwächse zu bewältigen, müssen zuerst massive Ausbaumaßnahmen umgesetzt werden. Dazu braucht es viele Jahre. Und das wissen Sie alle, meine Damen und Herren. Planung, Planfeststellungsverfahren, jahrelange Baustellen, ganz zu schweigen von der Realisierbarkeit überhaupt. Und genau an dieser Stelle ist der Vorschlag eines kostenlosen ÖPNV als Reaktion auf einen Drohbrief aus Brüssel und ein vielleicht kommendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vollends absurd. Denn die so heftig diskutierten Probleme mit NOx und Feinstaub bestehen jetzt im Jahre 2018. Jedes Jahr sinken aber die Schadstoffwerte, und das zeigen auch die Messungen des Umweltbundesamtes. Die Probleme werden also dann gar nicht mehr so gravierend sein, wenn man endlich rein praktisch in der Lage sein wird, einen kostenlosen Nahverkehr zur Verfügung zu stellen. Da kann man nur sagen, und das richte ich jetzt an die Bundesregierung, Thema verfehlt, Note 6. Thank you.
Kostenloser Nahverkehr ist also wieder mal ein Thema aus der Rubrik Villa Kunterbunt. Es ist lächerlich zu meinen, damit ein Stückchen weit die Welt retten zu können. Stellen wir uns also der Wirklichkeit, meine Damen und Herren, es gibt kein Free Lunch. Die AfD lehnt diesen Vorschlag deshalb ab.